Erzählen Sie mir das mal, was Sie jetzt hier verdienen. Sie sind doch nicht für null da. Sind Sie selber hergefahren, haben Sie Ihr Ticket selber bezahlt? Was ist los? Wer hat Sie hier eingeladen und woher kommt die Kohle, warum Sie hier sind? Schaut ihr doch an, der neue Wolf! Tja, was soll man dazu noch sagen, außer... Willkommen! Geht doch wirklich nicht, dass ein Mann hier ankommt und sich pflegen lässt auf Kosten anderer. Ein echter Wolf! Schaut ihr doch an! Jawohl! Ein echter Wolf! Was? Wer hat Ihre Reise bezahlt? Wenn ich Ihnen... Wir wollen doch einfach wissen. Wer hat seine Reise bezahlt? Ich war's! I was it. Me, Kenya West, I paid it. Ich habe die Reise bezahlt. Und warum er hier ist, wenn wir das alles wissen, sind wir zufrieden. Okay. Na, Moment, zufrieden. Herr Kerner, ich habe die Reise bezahlt. Moment, das weiß ich nicht. Ich sage Ihnen, wer meine Reise bezahlt hat. Und wenn das ein für Sie befriedigendes Ergebnis ist, laden Sie mich nächstes Jahr ein? Auf keinen Fall. Ich will es Ihnen sagen. Ja. Erstens, ich bin Ihnen nicht auskunftsfähig. Aber zweitens, ich sage es Ihnen. Er versucht zu reden. Ich habe Sie selbst bezahlt. Nein. Sie glauben es. Und das freut mich. Nein. Das freut mich. Soll ich Ihnen das sagen? Sie haben sich nicht gut verhalten. Doch. Sind Sie Österreicher? Nein. Sondern? Niederbayern. Sie haben Ihrem Land keine Ehre erwiesen, wohl da. Doch. Nur weil Sie sagen, dass es so wäre, ist es nicht. Lässig mit Shampoosflöte in der Hand schenkt er dem Pfaffelhuber ordentlich einen ein. Tja, auch in den höheren Kreisen gewinnen manchmal die niederen Instinkte. Übrigens nur am Rande bemerkt: Ein Arzt! Kaum sagt man etwas, was diesen Leuten nicht passt, wird man geschlagen, geprügelt. Es ist dramatisch. Schlägerei hier mitten in der Opera Bowl. Oh my God, what is happening here?